All right, settle down. We got new orders straight from SOE, as well as two new transfers from the 6th Airborne to help us carry them out. They were highly recommended for this operation as a result of their actions on D-Day. Captain Price, Sergeant Evans, welcome to 3 Troop. Now, let's get down to business. These are the locations of the major hydroelectric dams in the Ruhr industrial region of Germany. Their main purpose is to provide electrical power to the factories and cities throughout the area. Last year, a clever fellow by the name of Dr. Barnes Wallace created an odd sort of bomb that was specially designed to breach these dams. Using these bombs, the dam busters from 617 Squadron successfully breached the Mona and Eder dams, causing extensive flooding and damage to the industrial heart of Germany. The bad news is the bastards have already repaired the damage done, and Bomber Command wants to have another crack at these targets. This is the Eder Dam. We're to make a night drop on this one. From the DZ, it's a day's tab through unpopulated areas around the dam's reservoir. Dropping in any closer is impossible, as the enemy flak is simply too concentrated around the dam itself. Our mission is to locate as many of these anti-air guns as possible, wipe them out so that the bombers can make their runs. This building at the foot of the dam houses the electrical generators. Our orders are to blow this structure in the event that the bombers fail to breach the dam. We set the explosives on a short timer, then get the hell out of there by truck to a nearby airfield and appropriate suitable air transport from the enemy. You all know what to do. Check and test your magazines, zero your sights, and review the maps and photographs carefully. We'll receive signals and embarkation details within the next 2 hours. Good luck. Thank you.
Hauptstadt, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. Abteilen! Feldwebel, übernehmen Sie mit 3 Männern die Flanke. Ich gebe Ihnen Feuerschutz. Überprüfen Sie die Waffen. Wir wollen diesmal keine Ladehemmungen. Sagen Sie den Kommandostab, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. Schicken Sie uns ein MG-42-Kopf. Sagen Sie den Kommandostab, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. Abteilen! Verstärkung schicken! Abteilen! Nebel, übernehmen Sie mit 3 Männern die Flanke! Greifen an! Sie sollen Verstärkung schicken! Verstärkung schicken! Abteilen! Feldwebel, übernehmen Sie die 3 Männer die
Alle Mann in Kampfbereitschaft! Erschießt jeden Eindringling! Greifen an! Sie sollen Verstärkung schicken! Abfallen! Feldwebel, übernehmen Sie mit 3 Männern die Flanke! Ich gebe Ihnen Feuerschutz! Überprüfen Sie die Waffen! Wir wollen diesmal keine Ladehemmungen! Greifen an! Sie sollen Verstärkung schicken! Aufteilen! Feldwebel, übernehmen Sie mit 3 Männern die Flanke! Thank you.
Verstärkung schicken. Verstärkung schicken! Nehmt keine Gefahr.
Angriff! Alle Mann in Kampfbereitschaft! Erschießt jeden Eindringling! Schutznebel! Vorsicht! Granate! Alle Mann in Kampfbereitschaft! Erschießt jeden Eindringling! Eindringlinge, Sektor 6, Ebene B entdeckt! Tommys sind im Turbinenraum. Schneidet ihnen den Weg ab, bevor sie das Kraftwerk erreichen. Alle Mann in Kampfbereitschaft! Erschießt jeden Eindringling! Sie werden angegriffen! Alle Mann in Kampfbereitschaft! Erschießt jeden Eindringling!
Schutzwinde! Schutzwinde! Nehmt keine Gefangenen! Ich wiederhole, keine Gefangenen!
los, los!
obwohl sie das Kraftwerk haben. Die Kommunikation zu den Einheiten unten am Land ist abgeschnitten. Leutnant Kra, stellen Sie mit Ihrem Trupp die Verbindung wieder her. Thank you.
Thank you.
Transporter! Schutz finden! SAS, nehmt keine Gefangenen! Ich wiederhole, keine Gefangenen! Zweite und fünfte Kompanie sofort zum Parkplatz. Der Feind hat die Garnison überrannt und zerstört den Transporter. Sagen Sie dem Kommandostab, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. Evan, good man, in the truck, hop on. Wir werden angegriffen. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Es schießt jeden